Wen haben sie hat? Das gibt's da nicht. Tobi macht die Kühlerzone, stürzt Richtung Vengepoint. Hab sie getroffen? Mal. Jetzt bin ich allein. Jetzt gehe ich rein. Ja, ich komme noch hin dran. Keiner da, drin, das ja. Da nicht. Oh, jetzt kannst du rein. Jo, ich probier's. Ich bin gerade bei Rodenbär gestartet. Oh, du? Wenn du Louis? Richtung Rodenbär kommst, kann ich dir helfen. Louis, deine Position. Du bist frei, Pega. Sie lässt ab. Okay. Ich mach French Point. Jo. Ich sehe hier 209er, die Fahne ziehen. Und ich schätze mal, Libano ist jetzt allein mit der Speed. Jo, aber ich habe keine Fahne. Ja, ich bin noch intakt. Ich komme auch gerade rein. Kurbel dran decken. Noch eine halbe Minute weg. Ah, ich hänge direkt hinter ihr. Die hat halt kaum Energie, ich aber auch nicht so viel mehr. Ich komme jetzt hinter ihr rein, schnell. Oh ja, mach mal. Ui, bist du schon wieder gestartet? An der Druck. Ne, ich bin auch gerade am Runtersegeln hier. Kassiert ein bisschen, ich habe halt nur noch MGs. Sehr schön. Kill. Langweiler. Sehr schön. Da ist er weg, der Langweiler. Und gleich stürzt er runter. Dup, 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 dup. Das war sehr interessant, das zu beobachten aus der Ferne, den schnellen Kontakt, der da so durchstürzt einmal. Weiteres Spit über Kokett auf Hallo 10. Sehr schön, da komme ich erklärt. Richtig. Kokell, ja, dann steige ich auch nochmal auf. Könnte auch eine Hurry sein. Ich glaube eine Hurry. Genau, beim Flugfeld. Ich kann aber noch nicht sagen, was das ist. Ich komme jetzt auch hier rein. Ja, könnte ich eine G50 kurz hier, guckt hier auch rum. Hier ist eine Spit. Oh. Ja, glaub, Spit, ja, die stallt fast aus. Ich weiß nicht, was der macht. Keine Ahnung, jetzt hat er so komisch hier rumgestallt, dass er mir den Angriff versaut hat. Ah, er legt sich hin. Nicht weit, der gerade beim Platz runtergeht, ja, ne? Er hat sich hingelegt, wirklich. Und jetzt, was er Kühler kriegt? Ach so, nee. Nee, der schleppt über Boden, alles klar. Wir bauen noch eine Rakete auf Kaffee. Weiteres wird, glaube ich, jetzt an mir dran. Ja, Victor, ist noch eine hier, wo? Südlich am Platz. Hallo 5. Ah, jetzt sehe ich's. Ja, Gedo, kannst du... Ah, nein, du bist hinter der Speed. Negativ, das würde ich du hast wissen. Hinter der Speed, die ist schon eine 109. Wenn du über Rolf gehen kannst... Bin ich. Ich weiß aber nicht, ob es noch dran hängt, ja, bei mir. Ja, oh ja. Jetzt ist sie beschossen worden, jetzt bist du, glaube ich, frei. Ich komme auch hier rein gerade. Ich bin gerade blind. Ich bin gerade am Kurbeln. Hast du ein bisschen gestiegen, oder was? Nö. Auf Null? Ja, und Deck über der Stadt. Na, auch gleich da. Ja, ich sehe euch. Du bist hinter ihr, geil. Oh, da war noch was. War das die G50? Negativ, eine zweite Hürde, an die setze ich mich, die versucht sich an dich dran zu setzen, Karol, aber noch ein Deck. Ah, negativ, sind jetzt in einem Gebiet. Hurricane. Oh, wurde gerade von der eigenen, glaube ich, geschossen, oder? Ja, die Speedy hat gerade aufgeschossen. Ich setze mich an die Hürde, ja. Oh ja, großer Luftkampf, sehr schön. Jetzt sieht jetzt wie vorne, das ist ein Roter, ne? Ja. Oh, Speedy hat Wasserkühler. Ich komme an die Hürde. Ja, Victor, die haben sich gerade passiert. Im Zweifel immer der Brite. Oh, Hurricane sitzt an mir dran. Fuck. Ah, ich bin gleich da. Die ist abgesprungen. Wenn du schnell bleibst, glaube ich nicht, dass der rankommt. Komm, ich komme aber ran. Ja, du bist frei. Ja, habe ich im Frontal noch was mitgegeben? Okay, ich komme herum. Ja, der kann auch irgendwie nur rumkurven. Ich komme jetzt auch nochmal ran, hinten ran an ihn.
Ja, was für ein bisschen MG, wie der Pi sagt. Ja, es fängt, ja, fängt sich, glaube ich, ja. Er wird spannend, ja. Ach, schade, ich bin zu schnell. Rein. Das ist das lächerlich, der versucht, den mir nachzuziehen, schafft natürlich überhaupt nicht. Hab ihm draufgegeben, Ölkühler. Ja, sehr schön. Jetzt könnte er. Die zweite Vorsicht. Nee, ist die G50. Ja. Schön. Okay, ja, ich gehe mal landen. Flak schießt aber noch. Ich sehe nur die G50. Da hockt ein Mensch in der Flak und schießt auf die G50. Ja, scheint zwei zu sein, ich geh mal runter. Na, ich glaube, ich geh auch mal landen. Der hat mir beim Start ein paar Löcher zumindest reingemacht. Du bist doch noch fit, du. Ich bleib oben. Ich schenk gerade so schön an dieser wundervollen E1. Schnell runter! Hab auch nein! Nicht mehr so viel Munition. Ich drück dich wieder hoch. Du bist nicht du, nein. Ich bin ja auch in 0, nix wieder oben. Der kühlt seine Wassertemperatur mit einer Eismaschine. Aber der Fritz ist ja auch noch da. Oder wieder da. Jäger, ja. Du bist ja auf Hallo 5. Gute. 500 Meter über dem Platz. Das muss ja doch sein in der Lisa, oder? Ja, ganz lang mehr Abschüsse als da drüben. Och, ich hab gar nichts, glaube ich, abgeschossen. Nix, nix. Du wurdest höchstens. Haha. Kommt ein Kontakt rein, schnell von Wasser auf Hallo 10 knapp. Auf etwa. Warte mal, das. Ach, ich bin ein Idiot, hab Kühler nicht aufgemacht. Ja, Kühler, ich wollte gerade sagen, da ist ein 109 Meter Wasserkühler. Nein! Kommt, lasst uns dann über dem Hafenbecken treffen. In Hallo 10, Lisa kreisen. Der Richter, da muss man ihn doch beschießen und bestrafen dafür. Oh, bitte, was? Törichter Toto. Dieses Bitte, was ist nur eine Tarnung dafür? Oh ja, bitte tu's, bitte tu's! Nee. Naja, wir kennen dich, Dui, wir kennen dich. Du willst es doch. Ha, daneben! Siehst du, da wird er noch übermütig. Libano, Hallo 10, dieser Teil über dem Hafenbecken von Calais. Und auf wen müssen wir wieder warten? Na, sagt's mir wer? Hm? Auf Pega. Ja, immer auf den Staffelführer der zweiten, ist ja klar. Es war ein Montagsmodell, es war nicht meine Schuld. Wo ist der zweite? Ist der tiefer oder ist der höher? Wo die meine führt jetzt auf eine 109, die südlich rausfliegt. Jetzt eine Rolf und wackelt. Vorsicht. Ne, bleibt oben erstmal. Na, die ist bei mir dran. Das gibt's da nicht. Alle zwei oben. Ja. Abschuss. Horrido. Du, bist du klar dabei? Negativ. Wo bist du? Hat gerade die zweite und hängt noch an der ersten dran. Und dahinter. Hallo 44. Vorsicht, da sind auch die Spitz, die beiden. Ich geh jetzt an die näher an English Point dran ist. Ja, die sehe ich gerade nicht. Ich gehe auf eine, die an Volkszone ist. Ne, geschossen. Ja, genau, dann waren wir auf derselben. Zweite sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Beide sehe ich auch nicht. Jo. Wird sich schön unter Druck gesetzt. Oh, du, ich weiß, du hast keine Energie mehr. Ich stütze drauf. Bin jetzt sehr schnell dran. Ja, ich seh's. Ja. Getroffen, quer oder weg. Ja, sehr schön, sehr schön. Er hat auch keine Energie mehr, jetzt stürzt sich drauf. Kommt ja. Jetzt auf mich zu. Nee. Ich häng an ihr. Kommt. Der kurz runter taucht, der kriegt sie jetzt gleich als 6. Das ist kein gutes Manöver. Höhe waren. Ja, bis frei. Okay, danke. Ich bin gerade im Stützflug hinter ihr. Geht jetzt wieder in der Rolf.
Ränge noch. Ah, Flügel, weg. Flügel ab. Ah, da war auch zu stark gezogen, das ist meistens in Kombination, glaube ich. Voll am Überlassen. Die zweite stürzt rein, zweite Split. Hinter der, die jetzt in der Rolf hochsteigt in Richtung Frankreich. Vorsicht. Vorsicht, ausweichen ja, jetzt. Mach was. Der hat ziemlich hängt ran. Noch, hängt noch. Ja, ich sehe es, ich komme ran. Der jetzt runterfällt. Ja. Der hat's ja noch, mach was. Und nicht zu viel Höhe verlieren, bitte. Jetzt bist du frei erstmal. Ja, ich komme hinter das Speedy reingestürzt. Ja, ich auch, Vorsicht, ich glaube, ich bin vor dir. Ich bin schon ziemlich nah jetzt. Ich auch, ich bin ca. 500 Meter weit weg. Ja, der ihr seid sehr nah zusammen. Vier. Ah, du doch bist ein Stück vor mir. Ja, vorbei. Kondens über uns, Kondens über uns. Okay, ich bleib mal oben. Ich komme an sie ran. Stürzt runter. Ich bleib nochmal dran an ihr. Check mal ab, was haut da oben sich tut. Haut aber wirklich ab, der fährt runter, stürzt hier komplett raus. Durch. Ich glaube, wir haben einen ganz hohen Feindflieger auf Kondens Richtung Frankreich fliegend. Ja, ich habe die Kondens gerade noch gesehen, jetzt ist sie gerade weggepoppt. Die Spit kommt jetzt wieder hoch, fliegt noch in Richtung Lümmen, fast an der Küste. Spit ist wieder auf 35, nee 30. Ich gehe ran. Feinde über den Klippen, greif an. Wie du immer. Ja, ich komme ja nicht zu euch. Oh ja, jetzt sehe ich sie. Wenn du nach Lümmen schaust. Ja. An der Küste fast. Tiefer vermutet. Ja, ist auf 30. Ja, sie ist jetzt fast über Flugfeld. Ja, an der Küste eher. Also klein Richtung Flugfeld. Vorsicht, da kriegt einer eine 6 Grad auf hinter mir auf Hallo 45. Ja, ich habe einen 209er. Die Spit fliegt noch westlich einfach rein ins Land, aber ich bleibe erstmal noch an der dran. Ja, Victor. Viele, viele Kontakte zwischen Frenchport und den Klippen. Hallo 05. Frenchport, Klippen. Ich habe hier mindestens 6 Kontakte. Ui. Aber ja, du hast die rote 1, ne? Ja. Bist du da auf meiner 5 Uhr? Kommt ihr hinten ran, weil der wird halt ich komm an auf dich Dauer ran, gegenüber mir einen Energievorteil erzielen. Ah, jetzt verbrennt jetzt er kurz den herum. Schön. Ja. Wir kommen jetzt noch heran, also ich und Freiheit. Ja, ich mache erstmal ein bisschen auf Energie, viele. Die kriege ich sonst nicht wieder. Bin auch noch bei euch, bin aber noch ein bisschen hinter euch. Mal schauen, ach, was jetzt fehlt er schon wieder. Jetzt stößt er wieder, ja. Ja. Hat uns anscheinend auch gesehen. Kann nicht alles immer Burner sein, oder doch? Ich bleibe jetzt erstmal mal kurz dran. Liegt da auf dich noch im Sichtfeld. Jetzt kommt er auch schon wieder hoch, glaube ich. Ja. Scheint aber so. Na gut. Feuer! Naja, so ein Fahrtreffer hast du gesetzt. Ja, okay, aber nicht viel. Hat ihn nur gekratzt. Jetzt wäre er. Ja, ich gehe rauf. Er schon wieder, glaube ich, dummerweise gerade. Ja, okay, er ist eigentlich. Kommt nicht ran, oder? Zu scharf. Naja, der kurft die wahnsinnig. Jo, ich gehe rein. Bleibt weiter in der Lisa und steigt jetzt. Bin gerade im Blackout vielleicht. Oder Lisa. Jetzt fällt er wieder. Beziehungsweise hält die Höhe. Ich habe mich wieder ein wenig über euch gesetzt, komme jetzt wieder langsam ran. Ja, gerne. Welcher Höhe seid ihr jetzt gerade? Dui ist, glaube ich, auf 32. 30, ja. Spit fällt wieder runter. Er ist jetzt ganz tief durchgefallen. Ja, was heißt ich versuche einen Sturzangriff noch. Ja. Komm jetzt gerade reingestützt. Ja, ich sehe es. Und mir vorbeigesaust mit 600 km/h. Naja, das ist keine Chance, gell? Naja. Ich versuch's nochmal, vielleicht wieder mich nicht. Aber. Fliegt jetzt wieder auf Lümm zu. Auf Hallo 20, denke ich. Ja, ne, jetzt noch Rolf. Ja, bei dem westlichen Schiff. Moment. Genau, jetzt habe ich noch. Zweites mit Vorsicht über uns. Die ist ca. 1000 über uns.
Oh, kommt auf mich herein. Ja, ich guck mal, ich komm rum. Ich bin da auch noch über ihr sogar. Hat mich gerade passiert mit viel Speed. Jo, ich hab mehr Energie. Ich seh dich nicht, Karaja. Guck mal, ich bin immer lean rum. Ja, Lisa. Ich zieh ihn mal. Nee, ist zu spitz der Winkel. Ich geh gerade auf Folkestone. Also auf Folkestone. Ja, zieh sie mal aufs Wasser raus. Littlestone eher. Littlestone. Littlestone. Ich bin überleben und flieg nach Littlestone. Ah, ich sehe sie, Victor. Ich sehe sie, glaube ich. Ich sehe eine Spit, die jetzt aber eher auf Lymph zu fliegt von Folkestone. Relativ aber die hat abgelassen. Die hat abgelassen. Ist jetzt aber okay. Sie ist nicht an dir dran. Ja. Ist es die auf 15 etwa? 20? Nee. Höhe. Die ist 30. Über Hawkins lief an. Victor, ich habe meiner ein bisschen was mitgegeben. Die ist zwischen Hawkins und Lym. Ich verbrate hier meine Energie, die Kurve, das weiß die genau. Mache ich nicht mit. Ich gehe nochmal hoch. Ja, also ich von der Atmung kommt zu euch hoch. Hat sich gefangen. Ja, runter. Jetzt gehe ich nochmal hinterher. Ich bin, glaube ich, vor dir. Ich stütze gleich rein. Lass mir aber diesmal einen Flügel dran, bitte. Boah, war die sind noch alle. Aber schön gemacht. Jetzt hängt da ein Propeller. Ich habe ihm was drauf gegeben, aber nicht so viel. Geh nochmal dran. Seid ihr noch auf 30? Ja, ungefähr, bis tiefer jetzt. Bin jetzt im Sturzangriff auf sie. Oh ja, ich sehe es. Vorsicht, da kommt jetzt die zweite Riecher auf die zweite Spit. Die ist ein bisschen tiefer, aber kommt da in das Gebiet auch. Dormika, ja. Da kommst du auch nicht mit, ne? Vorsicht, die zweite kommt jetzt bei euch dazu. Ja, die setzt sich an euch dran, Vorsicht. Wie nah ist er? Ah, die sind drei Stück jetzt, drei Spits auf Halluk 20. Was? An der Küste. Okay, ich geh raus. Ich bin nicht mal hier dran. Ich gehe jetzt nicht mehr runter. Ah, fuck, und gerammt. Oh, ja. Weg. Ist dein Flügel. Die zweite. Aber du hast die Speed auch erwischt. Naja. Ja, ich sehe zwei Speedies, eine... Ne, drei Speedies sind hier. Drei sind es, ja. Die eine habe ich beschädigt, die andere auch. Aber nein, es sind drei intakte. Wer ist denn jetzt hier noch von uns, vom JG4 hier am Luftkampf beteiligt? Ich bin jetzt etwas westlich von Hawkins. Okay, ich habe drei Maschinen unter uns gesehen. Ich bin jetzt glaube ich immer noch da. Platz. Okay, dann vier. Dann zu vier im Luftkampf. Victor, seh dich, ich bleib oben. Guten Nacht. Gute Nacht, Kugel. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, mit dem getroffen. Eng, ja. Kannst du nichts machen. Achtung, jetzt da ist einer auf. Ja, ich sehe es. Aber es schafft kommt nicht. Nee, er kippt. Kommt nicht nach. Nee. Schade, ey, wenn ich da dran wäre. Noch eine Speed direkt unter der, die ich gerade angegriffen habe. Ja, ich hätte mitziehen müssen, weil da im Scheitelpunkt hätte ich gut erwischt. Sind jetzt beide relativ knapp beieinander. Ja, sehen. Ach komm, da bin ich zu schnell. Vorsicht, der andere Spitfire ist eher westlich ausgeflogen. Wir bauen erstmal einen Überblick. Jetzt geht der Falsche nicht auf, dabei war es kommt noch eine hohe Spitfire kommt herein vom Westen. Passt auf, hallo 30. Hohe vom Westen, danke für die Info. Sucher. Fliegt Richtung Lim Littlestone. Die schaue ich mir mal an. Ah, ich sehe dich, glaube ich. Das ist schon mal viel wert. Ja, ich bin auf 130 und ja, gebe mir noch über dir hinterher. Ich habe gerade eine 6, vielleicht am Flugplatz. Wie hoch? Halle 20. Ach, die sind 20 über dir. Das ist kein Problem. Helft ihm doch, dafür sind wir noch da, nichts da sagen, 20 über dir. Ja, aber wir haben doch hier selbst gerade drei Stück. Ihr greift dir an, das habe ich eben auch erlebt. Das ist kein Problem, der hängt ja noch. Außerdem habe ich ja vergangenen Mittwoch viel gelernt. Wer geht die Speedfire gerade an da? Auf dich geschossen? Ich stehe eine von euch? An, die geht nach Osten. Okay. Naja, ich stürze aber runter die... jetzt, da lass ich's. Ah ja. Da kriegt das der Ausdruck, ich lasse mich nicht runterziehen, wieder eine ganz neue Bedeutung hier im Spiel. Geh nochmal drauf. Du hast recht, bei der E4N musst du immer einen Kühler auflassen, schon mal kaum einen Kühler zu schossen. Ja, im Luftkampf komplett den Kühler offen lassen. Dafür kannst du dann aber auch insgesamt länger auf Vollleistung. Wenn man schnell ist, kann man die Kühler fast ganz schließen. Auf Deck, aber ja. Im Luftkampf nicht. Oh, ich habe zwei Sechsen. Ja, prima. Sorry, Freiheit.
Ach, ich folge hier noch einer Spitfire, die Richtung East Church fliegt, auf Halo auf 30. Büro weg. Aber Karaya, da, das, was du ins Forum reingestellt hast, die hast du nicht alle erflogen. Die hast du aus dem Team Fusion Hand genommen, die Daten. Ich erflogen. Bei jedem Flieger? Ja. Das sind allesamt erflogene Daten. 109 noch mit dabei. Ja, da ist Rudelwumms jetzt auf Deck wieder unten. Ja, beide am Deck. Oh oh. Oh oh. Und eine 109 mit Spritleck wieder auch von der Hurricane da angegangen. Und ja. Hat übelst zu tun. Oh nein, das ist eine G50. Die hat eine 109 abgeschossen anscheinend. Boah, mal andersrum, das war nicht auf vor. Das ist bestimmt Jos gewesen. Nee, wobei Karten ist Spitz. Da ist Splitter erwischt wurde. Da ist Flak definitiv und auch ein Feind definitiv, aber ich habe jetzt keinen mehr gesehen. Oh ja, eine östlich am Deck, eine Spitty wird gerade angegangen von 109. Ja, da kommt Flak noch rum. Was zieht vor mir hoch? Da sind zwei, über der, die eine hat Treffer kassiert, hat jetzt ein brennendes Querruder und darüber ist noch eine Spitty. Ja, nichts mehr, scheiße. Ja, zum Deal ist was. Landest du gerade Pegernägel auf Marquis West? Nein, ich bin unterwegs. Okay. Lebano landet gerade Marquis West. Pilot Kill. Ja, ja, Richtung Deal ist in Kontakt. Kaplonk. Weg ist sie. St. Rob, nee, wie ist das? St. Margaret's Air. Ja. Was ist das? Ist das eine Harry oder ist das die G50? Ne, das ist die G50. Hast du mich noch landen sehen, Dewey? Okay, nein, ich bin gerade im Endlandflug und werde nochmal starten. Was sind da Büsen? Ach ne, das ist eine Spitfire. Wenn du zum Konvoi fliehen würdest, da käme ich dir entgegen. Negativ. Jetzt ein Vorteil.